Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, nachdem wir schon die beiden Repaints von mir besprochen haben, einmal die Elementa Wassereinhorn Stute und vorne das Elementa Wasserflammen Einhorn Fohlen, kommt jetzt natürlich auch noch der Elementa Feuereinhorn Hengst, der, wie ich finde, nicht wirklich zu diesem Trio dazu passt, da man halt von ihm in dem Fohlen überhaupt gar nichts findet. Ja, auch von der Skulptur ist es nicht wirklich, wie ich finde, optimal gelöst. Es ist eine wunderschöne Skulptur. Beides sind wunderschöne Skulpturen, die durch ein bisschen Repaint noch besser rauskommen als das, was Schleich hier ausliefert. Aber ich finde, beim Wasserflammen-Einhorn-Fohlen hat man versäumt, da noch ein bisschen mehr Elemente vom Feuereinhorn-Hengst mit reinzubringen. Somit ist es für mich eine wirklich schöne Stute und auch ein schönes Fohlen, was zusammenpassen, aber der Hengst dazu fehlt mir komplett. Ja, und das bringe ich mit dem Feuereinhorn-Hengst einfach nicht zusammen. Vielleicht hätte man da wirklich zwei unterschiedliche Geschichten machen sollen. Einmal Wassereinhorn, Familie, Stute, Hengst und Fohlen in Blautönen und einmal Feuereinhorn Family mit Stute, Hengst und Fohlen. Okay? Wie auch immer. So, also ich habe auch den Feuereinhorn Hengst gerepainted. Hier blende ich nochmal das Original von Schleich ein. So haben sie es ausgeliefert. Man sieht, die Mähne und Schweif wurden hier durchgezogen, in einem transparenten Material gegossen und hier aufmontiert. Den Rest hat man in so einem, ja, ganz hellen Orange, eher so Pfirsichfarben bemalt. Nach unten läuft es in Rot aus, in die Hufe rein. Das Horn ist rot, die Nüstern sind rot. Ansonsten hat man hier nichts gemacht und ich finde, diesem Modell fehlt einfach noch der Pep. Auch das sieht für mich einfach nur halbfertig aus und darum dachte ich mir, das muss ich auf jeden Fall repainten. Und so habe ich mir gedacht, ja, wie mache ich das Ganze? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, da ich die Flammen von Mähne, Schweif über den Rücken nicht weiterführen kann. Ja, ich habe kein transparentes Material. Man hätte auch noch mit einem Heißklebeteil was machen können, damit die Flammen noch ein bisschen mehr übergehen, ein schönerer Übergang zum Fell hin gegeben ist. Habe ich eine Washfarbe genommen, ein Red Wash, und habe hier mehr oder weniger ein Fell Muster aufbemalt, ja. Es sollen keine Flammen sein, es ist ein Fellmuster. Hätte ich hier Flammen drauf gemalt, hätte ich auch noch mit Gelb arbeiten müssen, was man aber in der Rückenmähne und Schweif nicht findet. Es ist nur, ja, dieses rötliche Orange, sonst nicht. Unten sehen wir noch ein paar Härchen, wo auch noch Orange mit reingepinselt wurde. Das hätte man durchziehen können, aber nee. Ich finde jetzt einfach ein Fellmuster in Flammenform hier mehr angebracht. Hier an dieser Stelle nochmal, ich möchte es immer wieder anmerken, ich bin nicht wirklich gut, was Repainten angeht und ich habe hier nur ein paar Geschichten zur Verfügung. Ich habe keine Profi-Ausstattung, ja, was Farben etc. angeht. Ich bin absolut stümperhaft. Ja, ich möchte es ja nochmal erwähnen. Ich bin, mein Nachbar hat ein Hobby, ne? Darum versuche ich immer das Beste rauszuholen, was ich halt da habe. Und auch hier nochmal die Anmerkung, das, was ich hinkriege, kriegt jeder hin. Und ich mache das immer nebenher, wenn ich telefoniere, und entsprechend ist auch das Ergebnis. Aber mir gefällt's gut. Ich gucke das Elementa Feuereinhorn jetzt lieber an, als in der Form, wie es Schleich hier ausgeliefert hat. Das ist natürlich alles nur Geschmackssache. Das ist ganz klar. Ich habe hier auch nichts irgendwie vorgemalt, sondern ich habe hier einfach die Farbe genommen, Pinsel angefangen und das ist jetzt halt raus geworden. So. Und hier seht ihr das, ne? Das hier ist mein Ergebnis vom Feuereinhorn. Was habe ich dazu verwendet? Ja, ich habe hier einmal diesen goldfarbenen Lackstift, der nicht wirklich fein ist. Ihr seht, die Spitze läuft hier relativ grob zu. Ich hätte es auch mit Pinsel bemalen können, aber ja, komm, war hier viel zu faul. Ich habe hier
das Horn bemalt, ich habe die Hufe teilweise bemalt. Ja, ich habe es nicht rundherum mit Gold bemalt, sondern nur von vorne. Aus Gründen erzähle ich euch gleich. Und ich habe hierzu noch ein Rot verwendet. Und zwar dieses Game Wash. Das ist, wie schon gesagt, eine Washfarbe. Das heißt, die Farbe ist ein bisschen verdünnt. Und ich habe es bei meinem Einhorn zweimal aufgetragen, damit es ein bisschen kräftiger wird. Eine volle Farbe hätte es wahrscheinlich erschlagen, aber dadurch, dass es so schön dünn ist, also eine Washfarbe, finde ich den Effekt besser. Das Ganze kommt von Vallejo, das ist eine Vallejo-Farbe. Hier seht ihr auch die Nummer. Lavado Royo, das Red Wash, was ich hier verwendet habe. Ne? Und dazu halt entsprechend Pinsel, die schön spitz zulaufen, damit man das auch gescheit auftragen kann. Okay, mehr habe ich dazu nicht verwendet und halt, ja, das Gold. Mehr nicht, okay? Gut, dann lasst ihn uns mal aus der Nähe anschauen, den Feuereinhorn-Hengst. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich dieses Horn hier Gold machen soll, hab's dann aber doch gemacht und so sieht's dann letztendlich aus. Schleich hat da ein bisschen Goldglitzer drüber gemalt, der auch unten noch ein bisschen glänzt. Das stört mich jetzt wenig. Ich bin hier ganz grob mit dem Gold drüber gegangen, so gut es halt irgendwie ging. Ja, so sieht das Ganze aus. Und jetzt kommen wir hier mal zu diesem Feuermuster auf dem Fell. Wie schon gesagt, das soll kein richtiges Feuer sein. Es ist nur ein Feuermuster. So, und hätte ich bin ja kein so ein Glitzer-Fan, aber hätte ich Goldglitzer da gehabt, dann hätte ich hier tatsächlich noch eine schmale Linie mit Goldglitzer an diesem Übergang hier dran gemalt. Hier entlang und das rundherum, auch unterm Schwänzchen durch, hier weiter bis hier oben. Habe ich aber nicht da, vielleicht kriege ich es mal irgendwann rein, aber jetzt extra für die Figur diesen Goldglitzer kaufen, nee, muss nicht unbedingt sein. Ich bin eigentlich auch so schon zufrieden, was ich hier hingepinselt habe, ne? Also, so sieht das Ganze aus. Und ich bin mit diesem Wash, da es sehr, sehr, sehr dünn angemischt ist, zweimal drüber gegangen, damit es jetzt diese, ja, Farbintensität hat, wie es jetzt hat. Aber man sieht immer noch ein bisschen dieses Aprikot drunter durch. Es ist nicht ganz massiv. Hätte ich ein volles Rot genommen, wäre es mir zu kräftig geworden. Okay? Also, und ihr seht, ich habe hier sogar um das Auge noch ein bisschen Rot aufgetragen. Oben quasi auf das Lid, dann hier noch ein paar Streifen um das Auge herum, was dann hier übergeht. Hinter dem Ohr herum und hier beginnt dann dieses Flammenmuster. Übrigens, die Ohren innen habe ich auch mit diesem Rotwash bemalt. Zumindest die Innenseiten, damit die ein bisschen kräftiger sind. Auch das gefällt mir recht gut. An den Nüstern habe ich nichts gemacht, aber hier überm Auge drüber. Dann unten auch noch zwei, drei Striche wie so Wimpern und es geht dann nach hinten. Und hier dann einfach so ein bisschen züngelnd. Ja, ist ein Fellmuster, sollen keine richtigen realistischen Flammen sein, sonst hätte ich hier, wie schon gesagt, auch noch mit Gelb arbeiten müssen, wollte ich aber gar nicht, ne? Ja, und ihr seht, es läuft dann so entsprechend züngelnd aus. Das Tolle bei dieser Washfarbe ist, wenn euch was nicht gefällt, solange die Farbe noch feucht ist, könnt ihr es mit Wasser wieder abwischen. Überhaupt kein Problem, ihr kriegt die Farbe vollständig runter. Sobald es aber einmal eingetrocknet ist, das Ganze, dann ist es versiegelt. Also ihr könnt hier mit Wasser drüber gehen, unter Wasserhahn halten, die Farbe geht nicht mehr ab. Das ist genial. Also diese Vallejo Washfarbe ist der absolute Oberknaller. Ja, kann man anders nicht sagen. Ne? Also ihr seht das Muster, wie ich es hier drauf gepinselt habe, ganz frei interpretiert. Ich habe hier nichts vorbemalt oder erst hier auf Blatt Papier. Nö, ich habe losgelegt und das ist jetzt halt raus geworden. Ihr seht, hier sind noch ein bisschen Schwarztöne mit drin. Ja, das ist ganz einfach, weil ich vorher einen Dark Wash gemacht habe bei den Eldrador Mini Creatures und ein bisschen Schwarz ist in dieses Rot reingelaufen und darum habe ich hier so ein paar dunklere Streifen. Ja, Profis halt, ne? Alles halb so wild, komm. Ich finde, man kann es trotzdem angucken. Also mir zumindest gefällt es recht gut, macht das Ganze hier ein bisschen lebendiger und wirkt nicht halbfertig, denn das, wie das hier drauf montiert wurde, ist nicht wirklich schön. Ja? Und hätte ich noch ein bisschen Goldglitzer gehabt, ich wäre hier noch ganz leicht rübergegangen. Vielleicht in die Mähne noch ein bisschen rein.
und auch auf sein Fell, dann wäre das perfekt gewesen. Ich sage ja, wenn ich es mal irgendwann reinkriege, vielleicht mache ich es noch. Ansonsten kann ich damit eigentlich recht gut leben. Ne? Auch hier bin ich nochmal ganz leicht übers Auge drüber gegangen. Niemals unterm Auge rumgehen, denn sonst sieht es krank aus. Ja, oder entzündet oder sonst was. Nur oben drüber über das Lid gehen. Unten einfach lassen, wie es ist. Ne? So, alles klar. Ja, nur damit ihr es mal gesehen habt, so sieht das Ganze aus. Mir gefällt es recht gut. Man muss es nicht machen. Man kann es machen. Ich gucke ihn jetzt lieber an als vorher, auf jeden Fall. So, dann habe ich hier unten auch noch die Hufe etwas mit Gold bemalt. Ihr seht, ich habe es nicht rundherum gemacht, denn hier hat Schleich Glitzer drauf gestrichen. Ich habe das Gold quasi nur vorne so leicht nach hinten verwischt. Hinten habe ich es rot gelassen. Wirkt ein bisschen wie so Flammen. Ja, und das gefällt mir hier besser, als wenn ich es massiv Gold rundherum bemalt hätte. Ne? Unten habe ich auch nichts gemacht, habe ich einfach in dem Rot gelassen, damit man auch das Rot hier noch ein bisschen sieht, denn der Übergang ist nicht schlecht, aber ich wollte die Hufe doch noch ein bisschen deutlicher abtrennen, farblich zumindest. Und wenn man hinten noch ein bisschen Rot sieht, gefällt mir das eigentlich recht gut. Also einfach auch mal eine Idee, wie man es bemalen kann. Muss man nicht machen, man kann es machen. Und so sieht es halt aus. Ne? Ich habe mir überlegt, ob ich die Figur nochmal holen soll im Original und einfach dann daneben stellen oder nochmal ein weiteres Repaint probieren. Ja, wenn man sie mal günstiger kriegt, vielleicht hole ich sie mir dann nochmal. Aber gerepainted gefallen mir die Geschichten tausendmal besser als das, was ich im Original hier gekauft habe. Ich habe auch überlegt, ob ich von unten her noch Flammen machen soll, ja. Aber das wäre dann vielleicht ein bisschen drüber gewesen. Keine Ahnung. Kann man machen, kann man ja alles ausprobieren. Und wie schon gesagt, diese Farben hier kannst du, solange sie noch feucht sind, locker wieder abspülen. Und es bleibt nichts zurück. Wenn sie einmal durchgetrocknet sind, dann ist es eine Verbindung für die Ewigkeit. Ja? Du kannst hier mit nass drüber wischen, da geht überhaupt gar nichts mehr weg. Ne? Also absolut genial, die Geschichte. Ja, und wenn ich dann die drei hier zusammenstelle, dann wisst ihr auch, was ich meine. Ich finde, man hat halt ganz einfach verpasst, in diesem Wasserflammen-Einhorn noch Elemente von diesem Feuereinhornhengst reinzubringen. Ja? Also das hier ist für mich alles gefühlt Wasser. Die Mähne wäre Feuer, hätte aber Schleich entsprechend farblich bemalen müssen, was man hier nicht gemacht hat. Ne? Könnte man eigentlich auch machen in diesem Aprikot, in diesem hellen Orange, die vordere Hälfte bemalen, damit es richtig flammig ist und den Rest hinten lässt man halt in Blau. Wenn man richtig gescheites Repaint macht, dann könnte man das so angehen. Hat vielleicht auch schon andere YouTuber, YouTuberinnen gemacht, keine Ahnung. Ich empfinde halt die zwei für eine Familie, Mutter, Kind, da hat er relativ wenig damit zu tun. Also ich hätte lieber zu ihm noch eine Stute und einen Fohlen gemacht in dieser Farbgebung und auch mit diesen transparenten Geschichten und da hier vielleicht noch ein Hengst mit dazu, damit man ganz klar eine Wassereinhornfamilie hat und hier ganz klar eine Feuereinhornfamilie. Ne? Das finde ich passt nicht wirklich optimal zusammen, auch wenn alle drei hier super skulpturiert sind. Also nochmal Props an den Künstler, die Künstlerin, wer auch immer das hier gemacht hat, das ist eine wunderschöne Arbeit, großartig. Schade, dass Schleich den Figuren nicht mehr Aufmerksamkeit mit auf den Weg gegeben hat. Ne? Bei ihm hier geht's noch, aber auch das Rot, was die hier ein bisschen hingesprüht haben, war mehr als suboptimal. Die Stute, ja, war für mich nur halb bemalt. Beim Kleinen, da ging es noch, aber mit den weißen Flecken drin, mit ein bisschen Silber, gefällt mir das viel, viel, viel besser als vorher. Ne? Also das meine drei Repaints zu Elementa Feuereinhorn Hengst, Wassereinhorn Stute und Wasserflammeneinhorn Fohlen. Ja, die drei werde ich jetzt hier auch nochmal in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Ja, falls ihr euch auch an einen Repaint wagen wollt, macht es ruhig und ich bin überzeugt, eure Ergebnisse sehen tausendmal besser aus als das, was ich jetzt hier gemacht habe. Mir reicht es, so gucke ich sie wirklich sehr, sehr gerne an. Für mich ist es um Klassen besser als das, was Schleich ausgeliefert hat. Aber nochmal nur meine
bescheidene Meinung. So, noch viel Spaß beim 360-Grad-Dreh. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Danke für euer Interesse. Ganz, ganz viele kreative Grüße. Auch an Schleich. Ne? Nochmal Hut ab vor dem Künstler, der Künstlerin der Figuren. Großartige Arbeit, welche einfach eine schöne Bemalung mehr als nur verdient haben. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay!